Wir sind natürlich jetzt nicht informiert, wie ist der aktuelle Stand heute Abend 23.15 Uhr, kurz nach 11, in der Sache Castortransport und Proteste dagegen. Das Letzte, was wir heute Nachmittag gesehen haben, waren Angehörige der Umweltschutzgruppe Robin Wood. Robin Wood, die sich einbetoniert hatten. Robin Wood Angehörige haben sie einbetoniert an den Gleisen. Spontan hat sie eine Unterabteilung von Robin Wood gegründet, die gegen die Verschandelung der Landschaft mit Beton protestiert hat. Auf der anderen Seite der Gleise. Ja? Wieder mal stimmt der Satz, Beton. Kommt drauf an, was man daraus macht. Hier. Und Sie wissen, wie die Initiative der Atomgegner heißt? Die Initiative heißt x-tausendmal quer. X-tausendmal quer. Ich dachte erst, es wären die Memoiren von Jenny Elvers. Nein. X-tausendmal quer. Früher war es ja so, dass die Grünen in der ersten Reihe mit demonstriert haben. Heute war es, glaube ich, noch so, Kerstin Müller und Claudia, ich bin die neue Chefin Roth, sind auf einem Traktor mitgefahren gegen Protest. Und Joschka Fischer soll gesehen worden sein, wie er Steine auf Demonstranten geschmissen hat. Und es ist, es ist beeindruckend. Die Demonstranten haben sich betoniert. Sie stecken die Hände in Beton. Susan Stanke war auch da heute Nachmittag, weil sie geglaubt hat, es wäre der Walk of Fame. Heute, meine Damen und Herren, für alle Freunde des Körperkults und der modernen Literatur, Top-Besetzung. Mein erster Gast. Viele Familienväter kennen sie noch aus ihrer Zeit als Porno-Queen. Und damit hat sie abgeschlossen. Sie moderiert jetzt eine Radiosendung. Sie hat zwei Porno-Oscars bekommen. Das muss man erst mal schaffen, meine Damen und Herren. Und sie war vor allen Dingen 10 Jahre lang Kinderkrankenschwester. Heute Abend bei uns zu Gast Gina Wild. Mein zweiter Gast hat keine Zeit für Frauen, denn er ist Schriftsteller. Er ist Künstler. In einem kleinen, abgeschiedenen Zimmer sitzt er und schreibt den ganzen Tag Literatur. Und Sie glauben es oder nicht, vor 85 Jahren musste ich in Nürtingen auf dem Gymnasium, durfte ich, es war sehr, sehr spannend, das Gedicht von ihm interpretiert, das heißt Endstation. Ich stand an der Bushaltestelle und wartete. Und heute, 4000 Jahre später ist es soweit, sein neues Buch, Die große Beleidigung, gerade erschienen. Heute zum ersten Mal bei uns zu Gast, Wolf Wondratschek. Haben Sie es heute Morgen gelesen? Die Japaner wollen Michael Schumacher unter Vertrag nehmen. Und Toyota. Der Rennwagen wurde hier in Köln gebaut, wo sonst? Ja? Und jetzt wollen die Japaner Schumi kaufen. Bisher hatten sie einen japanischen Rennfahrer, der hielt aber alle 50 Meter an, um zu fotografieren. Schumi wird gelockt mit wahnsinnigen Bedingungen. Die Japaner haben Schumi ein weißes Blatt hingelegt und haben gesagt, Schumi, trage ein. Wie lange, wie viel? Fantastisches Gefühl. Ich habe es kürzlich erlebt. Ja, von einem anderen Sender habe ich gesagt, wieso, Günther macht das doch sehr gut. Viele werden sich jetzt, Sie wissen ja, haben wir momentan diese Nationalstolzdebatte, eigentlich nicht mehr, aber wir haben sie noch. Und viele werden sich fragen, ist das eigentlich okay, wenn Michael Schumacher als deutscher Fahrer von Ferrari Italien zu Toyota Japan wechselt? Geht das in Sachen Nationalstolz? Ich finde, es geht. Die Japaner waren eigentlich im Gegensatz zu den Italienern unsere treuesten Verbündeten. Vieles wäre natürlich besser für Schumi bei Toyota, oder?
Wenn bei Toyota beim Reifenwechsel der vierte Reifen fehlt, ja, klemmt hier ein Japaner auf die Felge. Oh, yeah! Ja. Er wird einfach Gas gegeben. Dann sind Herrschaften heute Abend hier, die mit Lufthansa angereist sind. Nein, wie sollte man auch aus Kalk mit der Lufthansa hierher kommen? Die Lufthansa, unsere sensationell fantastische deutsche Airline mit Rekordgewinnen, meine liebe Telekom-Aktionäre. Die Lufthansa hat heute Probleme gehabt, ihre Piloten streiken. Die Piloten wollten, glaube ich, 35-40% mehr Gehalt. Ja? 35-40% mehr Gehalt. Motto des Streiks, no miles, more money. Es geht gleich weiter. Ja? Wie hat man diesen Streik bemerkt? Es kam zu stundenlangen Wartezeiten, es kam zu Verspätungen. Das war diesmal ein Streik. Was hat Lufthansa für alle empfohlen, die nicht warten wollen? Fahr doch mit der Bahn. Ja. Und zwar, was toll ist, die Lufthansa hat, glaube ich, auch einen speziellen Sonderzug eingesetzt, zum Beispiel von Frankfurt nach Berlin. Und das Ticket, das Airline-Ticket, galt auch im Zug. Und ich weiß gar nicht, ist ein Flug normalerweise billiger als eine Fahrt mit der Bahn? Ich glaube schon, das könnte aber für Snobs die letzte Möglichkeit, sich ein bisschen aus der Masse rauszuheben, oder? So, mit dem First-Class-Ticket New York von hier nach Frankfurt. Stimmt so. Für den Schaffner. Fahren Sie mit der Bahn, das heißt, das deutsche Volk heute, die eine Hälfte im Zug, die andere Hälfte auf den Gleisen. Ja. So. Schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr so nahe an der Bahn. Liebe Schweizer, wir haben lange nichts von euch gehört. Ich glaube, die Schweizer stehen tierisch drauf, in diesem Dialekt so fantastisch von mir imitiert hören. Lang nicht von uns gehört. Und zwar in der Schweiz, im Bündner Oberland, im Oberland von Graubünden, ja, wurde Gold im Wert von 250.000 Mark gefunden. Kann man sich das vorstellen? Herrenloses Gold wurde bisher nur in den Schweizer Banken gefunden. Ja, liegt jetzt einfach im Bündner Oberland so rum. Und liebe Schweizer, ja, wenn um den Goldklumpen ein schwarzer Lederkoffer drumherum ist, schick das bitte an die CDU. Sehr aufmerksam. Vielen Dank. An der Stelle gehst du jetzt eigentlich immer an den Schreibtisch. Ja, aber heute nicht. Hm. Heute nicht. Protest? Hm. Komm mal, Jungs. Protest? Weiß nicht wogegen, aber ich protestiere. Danke. Unsere Jungs. Ich glaube, so wird die Show auch eines Tages enden. Ja. Nicht mit Polizei, sondern mit Pflegern. Ich bei selber, wenn ich aufhören muss. Ich fühle mich jung genug. Mein Gender, weil sie mir keinen neuen Vertrag mehr gegeben haben. Ich weiß, dass mein Publikum auf mich wartet. Hörst du normalerweise in der NDR Talkshow solche Sätze? Heute ein Fax von unserem Autor Werner Kotschwara.
Und zwar hat Werner Gotschwara, die korrekte Aussprache des Namens, festgestellt, wir haben das bürgerliche Gesetzbuch BGB neben dem Schönfelder stehen. Und für uns als juristische Laien ist es natürlich etwas, was gar nicht auffällt. Aber er, als jemand, der sich damit auskennt, hat gesagt, das BGB ist bereits im Schönfelder drin. Und das ist so, als würde man das Johannesevangelium neben die Bibel stellen. Ist schon drin. Klar erkannt, bürgerliches Gesetzbuch weg. Boah, haben wir Platz gewonnen. Hier, Platz gewonnen. Vielleicht das Buch von Wolf Wondracek nachher. Ganz schön. Die große Beleidigung. Hier, das Buch von Wolf Wondracek. Kommt nachher. Hier ist uns was aufgefallen. Und zwar, liebe Bams, liebe Bild. Sie wissen, meine Damen und Herren, auch unser Kanzler informiert sich hauptsächlich aus Bild, Bams und Glotze. Und es ist dann schon am Montag aufgefallen, aber in der Hektik gestern, in dieser Mittelrhein-Hektik, haben wir es vergessen. Und zwar folgendes. Wie heißt die erfolgreichste und beste Comedy-Show im deutschen Fernsehen? 7 Tage, 7 Köpfe. Natürlich. Von Rudi produziert. Ja? Und wir haben gesehen in der Bild am Sonntag, wie der Name schon erahnen lässt, einen eigentlich sehr, sehr, sehr schönen Witz. Hier. Hier, abgeschrieben aus 7 Tage, 7 Köpfe. Sitzen zwei Mücken in einer Kneipe an der Wand. Sagt die eine, guck mal, am Tresen sitzt Heiner Lauterbach. Sagt die andere, stich du ihn, ich muss noch fahren. Schöner Witz. Guter Witz. Heute Abend im Publikum Heiner Lauterbach. Hier von Mike Krüger in 7 Tage, 7 Köpfe. Toller Witz, wir lachen bis am frühen Montag, freuen uns und so weiter. Am Montag greifen wir zu Bild und sehen Donnerwetter. Hier, unser Kollege, der erfolgreichste überhaupt, Michael Mittermeier. Sitzen zwei Mücken an der Wand in einer Kneipe, sagt die eine, guck mal, da sitzt Heiner Lauterbach, meint die andere, stich du ihn, ich muss noch fahren. Michael Mittermeier. 7 Tage, 7 Köpfe. Durcheinander gebracht oder zwei verschiedene Sendungen? Oder ist es vielleicht bei 7 Tage, 7 Köpfe doch so, dass Rudi nur noch einen Witz erlaubt, der von allen erzählt werden muss? Michael Mittermeier, Mike Krüger, wer war es jetzt? Hast du die Sendung gesehen? Nein. Warum nicht? Ich gucke eigentlich nie. Sind Sie religiös interessiert, meine Damen und Herren, oder sind Sie klar Mitglied einer Religionsgemeinschaft? Ja, das ist schön, dass man mal 250 Leute hat, die alle nicken an dieser Stelle. Und Sie werden sich oft gefragt haben, wenn Sie zu Hause Buße tun, wie sah eigentlich Jesus aus? Es gibt viele Bilder, viele Darstellungen, obwohl es heißt, mach dir kein Bild. Du sollst dir kein Bildnis machen. Aber jetzt haben Forscher herausgefunden, so sah Jesus aus. Endlich ist es bewiesen. So, meine Damen und Herren, sah Jesus aus. Selten hat man das wissenschaftlicher Beleg gesehen. So sah er aus, wenn man sich das vorstellt, dieser Mann, wie er aussah und was er bewirkt hat. So sah Jesus aus. Und ich habe auf dieses Bild gestarrt voller Andacht und habe gesagt, ja, es stimmt. Stimmt, aber für mich nichts Neues. Kommt das durch meine lange Zeit als Hilfsorganist oder weil ich in Rallye immer eine Eins hatte? Woher kommt es? Ich hatte das Gefühl, Jesus, der so aussieht, ich kenne ihn schon sehr, sehr lange. Bisher wurde uns immer vorgegaukelt, dass Jesus so aussah. Zottelige Bombenlegerhaare, langer Bart, irgendwie ungepflegt. Britische Forscher belehren uns nun eines Besseren. Jesus sah nämlich so aus. Eine ganz sympathische Type. Nett, gepflegt, ganz so wie der liebe Nachbar von nebenan. Leider mussten wir bei unseren Nachforschungen jedoch feststellen, dass auch hier schlampig gearbeitet wurde. Sehen Sie selbst. Denken wir uns zunächst den Bart weg. Ja, kommt schon eher hin. Aber da fehlt doch noch was. Genau, Jesus war Köln-Fan. Vielleicht die Haare noch ein bisschen anders? Moment mal, den kenne ich doch. Genau, Manuel Andrack ist Jesus. Ja.
Jetzt hast du es gewusst. für mich war das immer klar, meine Damen und Herren. Wer dich jemals Wasser hat trinken sehen in der Einbildungslehre Wein? Wo? Bitte? Wo Wasser hat trinken sehen? Nicht wo, was? Wasser. Ach so. Wasser. Ich habe noch nicht gesagt wo, oder? Nee. Habe ich gesagt wo? Ich habe verstanden. Wo? Im Internet. Ach so. Mhm. Heute, was bedeutet das eigentlich, wenn da steht temporarily not used as a firewall? Ask your assistant in meinem Internet, wenn ich nicht reinkomme. Ja, dass irgendwas gestört ist. Bei uns war das heute die Zuleitung, einfach das Kabel zum... Das Kabel? Zum geschmort Firewall. Oder kaputt? Oder was ja, bedeutet dieses Firewall? Jetzt nicht bei uns in der Firma, sondern ging halt nicht. Was bedeutet dieses Firewall? Ich weiß. Was bedeutet Firewall? Ich weiß es nicht. Ich sitze den ganzen Tag da, ich wurde fast wahnsinnig, weil was soll ich denn machen, wenn ich ins Internet komme? Ja? Ich sitze da, wollte irgendwie gucken, was ist los mit Castor, was ist Schumi schon unterschrieben und so weiter. Firewall, Firewall, wieder runter, zack, Stecker rausgezogen, nichts gebracht. Ja? Und das, wo wir heute diese tolle Nummer haben, dieser Teppichboden hier, der Sie zu Hause blendet, der ist neu. Ich habe es Ihnen neulich schon erzählt. Ein neuer Teppichboden mit Kettelrand. Und der alte Teppichboden, auf dem die Stars dieser Welt, die Stars des Business, Stars wie Katja Flint, wie Heinz Hönig, wie Ritchie Müller, wie Claude Oliver Rudolph, wie Mario Adolf, Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Alain Delon. Alain Delon. Catherine Deneuve. Desiree Nosbusch. Desiree Nosbusch. Sir Peter O'Toole. Harald Junke. Absolut. Tom Hanks. Dieter Landouris. Nadja Auermann. Und Cindy Crawford. Hier standen und saßen. Diesen Teppichboden haben wir zerteilt, haben ihn erneuert. Und der alte Teppichboden wird versteigert. Das erste Stück ist weg. Darf ich den Preis sagen? Für wie viel? Ja, ja. Für 1600 Mark, meine Damen und Herren. Das erste Quadrat des Teppichbodens versteigert. Das Ganze geht an einen guten Zweck. Und wir zeigen Ihnen den Mann, der das für uns fachlich und handwerklich in einer erstklassigen Qualität erledigt. Unser Werkstattchef Michael die Säge Tives. Hallo, schauen Sie das hier. Liebe TÜVler, schauen Sie zu Hause. Schauen Sie sich das an. Feuergefährliche Stoffe. Haben wir gar nicht, aber wir haben ein Schild drauf gemacht, weil es geil aussieht. Ja? Hier, das sind die Schutzhelme. Das sind die Helme, die unsere Mitarbeiter... Ich habe, glaube ich, neulich 1800 Mark für Sicherheitsschuhe. Hör doch mal zu, wenn ich was erzähle. 1800 Mark für Sicherheitsschuhe ausgegeben. Ehrlich? Ja, weißt du, mit diesen großen, großen Kuppen, die bis über die Augen gehen. Für ein Paar? Ja, für ein Paar. Nein, für 20. Also ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Ich weiß nicht, wer Sicherheitsschuhe bei uns alles tragen muss. Trägst du keine? Nein. Ich dachte, vom Eindruck. Aber das waren die technischen Mitarbeiter mit Sicherheitsschuhe. Sie tragen diese Helme und an diesen Helmen vorbei, unsere Werkstatt. Dort steht Michael Tives. Hallo Michael. Hallo Harald. Ist unsere Werkstatt immer so aufgeräumt oder habt ihr das heute besonders schick gemacht, weil wir das zeigen? Natürlich haben wir extra aufgeräumt, wenn die Kamera hier reinkommt. Normalerweise ist Chaos hier. Nee, das stimmt nicht. Es ist eigentlich immer sehr, sehr, es sieht zwar aus wie natürlich wie bei Leuten, die arbeiten, aber es ist aufgeräumt. Das ist unsere Werkstatt. Zeig doch mal so ein paar Geräte noch für die Leute draußen, dass sie neidisch werden. So geile Bohrer oder... Das ist das Schönste. Das Schönste, was wir drin haben, ist unsere Plattensäge. Ist mein ja, die Plattensäge, zeig das. Das ist auch meine. Auf der das Seite. Ist die Plattensäge. Da lass ich mich nachher wieder draufschnallen. Das ist die Plattensäge. Da können wir Platten bis zu welcher Größe sägen? Bis zu 5,20 Meter Länge und 2 Meter Höhe. Da habt ihr auch unser neues Podest gesägt, oder? Da haben wir auch unser neues Podest gesägt. Ein Traum, ein Traum, ein wirklicher Traum. Und das hier sind die, ist das Harz oder wo ist das reingegossen? Nein, das sind Plexiglashauben und die Sachen sind also nicht eingegossen, sondern das ist nur eine Hülle und die sind da reingesteckt quasi. Aber es sieht absolut fachmännisch und edel aus. Eine Zierde für jedes Regal. Wirklich wahr. 1600 Mark das erste Quadrat. Welches Quadrat geht heute weg zur Versteigerung? Heute geht die Nummer 13 raus, das Herzstück eigentlich zwischen den beiden Stühlen gewesen. Kannst du sagen, wo das hier war, die Nummer 13 im Boden? Ja, das ist genau zwischen den beiden Stühlen, ziemlich in der Mitte vom Podest gewesen. Also hier. Hier war das ungefähr. Kannst du es sehen, ja? Hier? Links neben dem Stuhl, der jetzt da steht, direkt. Hier? Ja, genau. Links hier ungefähr. Nein. Da? Ein Stück weit, genau da. Also rechts vom Stuhl, aber links vom Fernsehzuschauer aus gesehen. Genau, links. Hier, meine Damen und Herren, dieses Stück vom alten Teppich. Hier kniete Samantha Fox. Ja.
Hier, hier hing die Zunge von Verona Feldbusch. Dieses Stück. Ja? Wahnsinn. Ein absoluter Wahnsinn. Wird versteigert. Michael, vielen Dank. Bis morgen. Danke, bis morgen. Ja, meine Damen und Herren, unsere Werkstatt, oder? Tolles Gefühl, diese Werkstatt, weißt du? Und was mich freut und irritiert, es wird kaum was geklaut. Woanders auf den Firmen, wo ich auf dem Bau gejobbt habe und so weiter, ja, da wurde geklaut. Hilties. Und ich habe das gar nicht gewusst, was ein Hilti ist. Ich habe es nur gewusst, weil nachts rausgetragen wurde. Und Sägen und weiß nicht was alles. Und hier nichts. Und das ist die Urkunde, die es zum Zertifikat gibt. Und ich sehe deinem Blick schon wieder diesen jesusmäßigen Gehetztheit an. Dieses beeil dich doch, die Zeit drängt. Nein! Überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, die ein Stück Teppichboden, Altteppichboden ersteigern, Sie wollen das Recht haben, hier von mir unterschrieben zu sein. Oh, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Können wir das vielleicht gerade noch mal in der Zeitlupe sehen? Was soll das denn, Susanna? Sind die Stiefel neu? Neue Stiefel, meine Damen und Herren, bei Susanna. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Das ist die Trendfarbe in diesem Frühjahr, oder? Ich hoffe. Ich weiß nicht. Ja, ja. Ich glaube, dieses Creme, sagt man Creme oder karamellfarbige, das ist der Trend. Eine bekannte Marke. Bei Götz. Und bei Götz ist es, glaube ich, auch bei Götz, unser fantastischer Schuhkette Götz. Für mich gleichbedeutend mit Deichmann, meine Damen und Herren. Ja! Nein! Boah. Sehr gut. Neue Stiefel. So, jetzt habe ich es unterschrieben. Dieses Zertifikat, dieses Ehrgeizzertifikat gibt es mit dazu. Wir zeigen diesen Film nicht mehr, das letzte, wo sich Mitarbeiter so aufregen. Nö. Schade, weil das ist ein toller Filmbeitrag. Schöner Filmbeitrag. Ja, aber jetzt haben wir doch Susannas Schuhe gezeigt. Jetzt haben wir Susannas Schuhe gezeigt. So ist es bei uns. Werden Schuhe gezeigt, werden Filme morgen gezeigt. Mein erster Gast heute Abend, meine Damen und Herren, wird vielen von Ihnen, die Sie sonst hauptsächlich ZDF schauen, als Pornodarstellerin bekannt sein. Aus Gründen des Jugendschutzes verzichte ich darauf, die Titel einiger ihrer wichtigsten Filme zu nennen. Aber sie hat 2 Porno-Oscars erhalten, hat sich jetzt aus dieser Branche verabschiedet und arbeitet als Radiomoderatorin. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend zum ersten Mal bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Gina Wild! Ja, absolut. Das ist aber häufig so bei Leuten. Oh, Jackett war hinten. No. Nimm Platz, Gina. Moment. Das ist so unpraktisch mit der heutigen Mode. Ja. Können wir es nicht im Stehen machen? Nein. Sehr gut. Ja, für mich selber. Gina. So war das nicht gemeint. Nein, das gefällt mir an dir. Ich habe dir das gesagt, ich habe dich gesehen bei dieser Wake-up, dieser Sat.1-Morgensendung. Und ich fand das unglaublich locker und souverän, wie du damit umgegangen bist. Wir haben im Grunde jeden zweiten Abend eine Pornodarstellerin eingeladen, aber du bist die Einzige, die sich öffentlich bekennt. Ja. So, viele andere sagen, ich bin in einer Serie oder ich moderiere oder ich habe jetzt. Aber es kommt aufs Gleiche raus. Ja. Und du hast damit wirklich vollständig aufgehört, ja? Ja, im November, letztes Jahr habe ich damit aufgehört. Gab es irgendwie einen bestimmten Anlass, wo man sagt, jetzt ist genug, ich will nicht mehr? Ach, so Anlass kannst du eigentlich nicht sagen. Also der Anlass war schon dieser, dass ich, also den Anlass, den ich genutzt habe, um mich zu verabschieden, war die Venus letztes Jahr. Und der Anlass, warum ich es gemacht habe, ist einfach die, ich habe so meine Ressourcen als Darstellerin erschöpft und ich habe halt wunderschöne Angebote bekommen, halt im Radio und wer lacht da? Ich will die Ressourcen jetzt nicht weiter. ja, ich habe halt tolle Angebote bekommen, Radio zu moderieren und halt normale Mainstream-Filme zu machen, die seriöse Abteilung. Und das wollte ich auch gerne nutzen. Und, ich habe dir aber noch was mitgebracht. Ja, ich frage mich schon, was ist in dieser kleinen Schachtel? Ja. Ja, und zwar ist mir aufgefallen, dass du ja wohl ein begeisterter Liebhaber dieser Toy-Toy-Kalender bist. Von der Firma Dixie. Von der Dixie-Firma, genau. Und du hast ja immer die Kalender so schön gezeigt. Und mir ist aufgefallen, du hast immer die Toiletten gesucht auf den Kalendern. Ja.
Und jetzt habe ich dir eine Toilette mitgebracht. Und Verona Feldbusch hat ja auch eine eigene Toilette. Und jetzt hat Harald Schmidt auch eine eigene Toilette. Das ist aber süß, danke schön. Ja. Dixi, darf man ruhig mal nennen, schöne Firma. Ja, unsere schön, ganzen Baustellen. Sauber. Und unsere ganzen Baustellen wären ja ohne Dixi eigentlich gar nicht denkbar. Ja, aber nicht nur das, auch so. Also ich habe sie auch schon mal benutzen müssen auf solchen öffentlichen Auftritten, wie jetzt hier so Open-Air-Konzerte und so, da ist man ja schon froh, dass wir als Frauen nicht ins Gebüsch gehen müssen, ne? Weil wir haben es immer ein bisschen schwerer als die Männer. Nein, und das ist auch irgendwie, also vom Hygienefaktor und so weiter, ist es ja, man denkt immer, wer organisiert das, aber natürlich muss es eine Firma geben, die sowas macht. Ja? Ja, die machen auch, glaube ich, ganz gute Umsätze, die Teile laufen gut. Oder besser gesagt, Verkaufen die das? Verkaufen die das oder verleihen die das? Nee, die werden vermietet, oder? Ich glaube, Leasing. Ich glaube auch. Bevor Leasing. Du als Porno-Darstellerin gearbeitet hast, warst du Kindergartenschwester, ja? Mhm. Wie lange? 10 Jahre, also mit Ausbildung 10 Jahre. Ja, was war das für ein Krankenhaus? Ich mein, wenn ich das sage, dann rufen da wieder 1000 Leute ach an. Ach so, also mit Schutz. Oh, mit, ja, okay. Die Gina schuldet mir noch Geld, gib mir mal die Telefonnummer, ist auch schon alles da gewesen. Was denn, wirklich behaupten Leute? Ja, ja, also da gab es schon Anrufe im Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, so von wegen, ja, ich kenne die noch von früher und kann ich mir nicht mal die Nummer geben, die schuldet mir noch Geld. Und nee, ich meine, jetzt nicht war das Krankenhaus, war das ein reines Kindergartenhaus oder war das eine Klinik? Das war eine ganz normale Klinik, also wo auch Erwachsenenpflege war und dann eine Kinderabteilung. Ja, und das heißt, waren das normale Kinder oder waren das Kinder, die irgendwie schwerer zu pflegen waren? Es war zum Teil, also die letzten 3 Jahre habe ich auf einer Neuropädiatrie gearbeitet. Das sind also schwer geistig und körperlich behinderte Kinder. Und meine Ausbildung und dann halt noch 4 Jahre danach habe ich auf einer normalen Schul- und Kleinkinderstation gearbeitet. Ja. Kannst du sagen, was verdient so eine Kindergartenschwester? Ja, was verdient die so? Also meines Erachtens zu wenig auf jeden Fall. Aber ich meine, darüber brauchen wir uns jetzt nicht so lange zu unterhalten. Wenn du jetzt mal so mit Nachtdienst und sowas, so zwischen 2,5 und 3. Brutto. Ja, was kriegt man da raus? 17 oder Mark? Ja, gut. Schon. Ja? Ist das so, dass du gesagt hast, also es war mir so anstrengend, dass ich muss jetzt nach einer anderen Möglichkeit suchen? Oder hast du... Ist das übrigens meins? Wasser, ja. Gut. Ja. Gut. Was anderes sehe ich doch nicht. Ach so, das ist ja gut. Ja, es ist schon so, dass ich den Job unheimlich gerne gemacht habe. Ja. Man muss auch Kinder mögen und lieben, um den Job zu machen, weil das ist ja doch ab und zu ein bisschen nervenaufreibend. Aber so nach 10 Jahren habe ich schon gemerkt, auch durch die Schichtdienste und so, das ist schon ziemlich heftig. Und zudem kamen halt auch, wie gesagt, die schweren Erkrankungen dazu. Irgendwie war ich dann an einem Punkt angelangt, wo ich auch davon geträumt habe und habe gemerkt, das kann es nicht sein auf Dauer. Ja. Ich wollte das auch nicht weitermachen. Und wenn es auch keinen Spaß mehr macht, dann kann man das auch nicht mit so viel Liebe ausführen, wie ich das dann, oder wie man es machen sollte. Ne? Und hast du dir dann die Möglichkeit überlegt, also an Geld zu kommen oder hast du gesagt, also ich meine Geld zu verdienen oder mehr Geld zu verdienen oder einfacher Geld zu verdienen oder? Als ich mich dazu entschlossen habe, Hardcore zu machen, ja, habe ich nicht mehr als Kinderkrankenschwester gearbeitet. Ja, das hoffe ich doch. Ja. Ach, ja. Wieso? Ich meine, gibt es welche, also die das machen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mal so ein Amateurteilchen gemacht, da war ich noch aktiv als Kinderkrankenschwester. Amateurteilchen? Ja, ja. So, das heißt Weihnachtsfeier oder was? Was heißt Amateurteilchen? Ja, es gibt doch so Serien wie, die kann man auch ruhig nennen, so Happy Video Privat oder solche Sachen. Ja. Wo also wirklich so Amateurdarsteller, die das auch einmal so ausprobieren möchten, dann damit aktiv sind. Und das hab ich auch schon mal ausprobiert. Also. Hat man dich darauf angesprochen? Oder wie kamst du dazu? Das war so aus Spaß oder Freude. Also, ja, ich meine, kam der Chefarzt und hab gesagt, nee, der kam Gott sei Dank nicht. Wie kam man dazu? Man hat ja selber sehr viele Filme konsumiert und den Reiz einfach darin empfunden, das auch selber mal zu machen. Hat so ein bisschen in den diversen Blättchen geguckt, wo dann solche Produktionsfirmen drinstehen. Und dann hat man sich mal dazu gemeldet. Das, ne? Aber guck mal, das ist ja doch mal interessant, weil ich meine, gerade ins Porno-Business wird ja auch wahnsinnig viel reininterpretiert, soziologisch. Ja? Also Frauen leiden darunter, Frauen sind angewidert. Du bist ja eine sehr attraktive Frau. Danke. Viele Darstellerinnen, sagen wir ja gut, also sehen jetzt nicht so toll aus, aber kriegen halt diese blonde Perücke, die man seit 1970 hat, auf. Aber die ist echt. Nee, und das ist echt. Und ich meine, du siehst ja wirklich sehr gut aus. Aber es hat dich auch angetörnt, privat schon vorher. Ja klar, das solltest du auch nicht tun. Also jetzt nur, weil du denkst, du verdienst da massig viel Geld und so, das ist ja auch nicht so am Anfang. Das ist ein Trugschluss. Man muss es schon machen, damit man Spaß hat, damit das auch rüberkommt.
auf dem Bildschirm, oder? Wie ist das? Ja, aber diese Berufsethos haben viele nicht. Ich wünsche, manche Seriendarsteller würde so denken. Ja, das, ja, das mit ist Spaß und Problem. Ich mache also nur das, was mir Spaß macht. Und deswegen kommt es auch vielleicht einfach gut rüber. Und wie hat dein Mann reagiert? Auch gut. Ich meine, ihr habt erst zusammen das angeguckt. Das heißt, also er wusste schon, dass du da ein Faible dafür hast. Ja, klar. Ja. Den Faible hat er quasi in mir erweckt. Weil die Männer sind ja eigentlich immer so ein bisschen so der treibende Pol. Ist das so? Und dann habe ich Blut geleckt und gut, dann da war die, weiter so. Ist es richtig, du bist mit deinem Mann auch unabhängig daher schon vorher ein bisschen in Swingerclubs gegangen? Ja, ja, wir sind ja schon Ewigkeiten zusammen. Und dann hat sich das so entwickelt, Clubs und so. Trifft man eigentlich viele Fernsehprominente in so Swingerclubs? Das bleibt mein Geheimnis. Aber du könntest es, sagen wir mal, andeuten, dass es Fernsehprominente gibt, die da also irgendwie... Also es gibt schon eine Menge Leute, die mir die Tür aufgemacht haben, wo ich gedacht habe, du? Okay. Wie reagieren die dann? Eigentlich genauso wie ich, ja. Tolle Sache. Also, aber wieso auch nicht? Eigentlich ist es ja die natürlichste Sache der Welt. Ein Swingerclub? Nee, Sex überhaupt, oder? Sex überhaupt, ja, aber so ein Swingerclub ist ja eigentlich, also... Du wirst wirklich staunen, wie viele Leute da hingehen und das dann privat auch einfach nutzen, um sich ein bisschen auszutoben und ja, das Privatleben einfach ein bisschen aufzupeppen. Und ist es nicht so, dass es der Beziehung dann im Grunde doch schade, weil man so eine Eifersucht entdeckt, wenn man sieht, wie die Frau sich von so einem Elektriker nageln lässt oder so? Also, also mir ist das bisher noch nicht passiert. Nun ist mir auch noch kein Elektriker über den Weg gelaufen. Davon war Und dass du dann, wenn du deinen Mann dann dabei beobachtest, du wurdest nicht eifersüchtig? Nö, eigentlich nicht. Also es ist aber auch so, dass es eher umgekehrt war. Er war eigentlich mehr so der guckende Part. Wie das halt auch immer so bei uns sich so entwickelt hat, wie es auch die meiste Zeit jetzt so war. Aber du würdest schon sagen, es ist besser als sozusagen heimlich fremdgehen und so weiter? Ich finde das schon besser, öffentlich dazu zu stehen und das gemeinsam zu machen. Man hat auch viel mehr Spaß. Was soll denn diese ganze Heimlichtuerei und so? Ja. Mach's und ich sehe es auch immer so in Spiegel TV, wenn ich da diese Berichte sehe, wo es halt, hallo, guten Abend, komm doch rein und so. Da will ich schon direkt wieder weg. Ja, aber sag mal, sind die alle so? Sind die alle so? Also Gott sei Dank nicht, sonst würde das Geschäft, glaube ich, nicht laufen. Also ich wäre dann direkt schon weggelaufen. Ne? Das am besten noch in so einer Schießer-Feinripp die Tür aufgemacht, ist alles vorbei. Ja. Also ich sehe die immer in so String-Tangas. Aber du bist gut. Wo siehst du die immer? Spiegel-TV meistens. Ach so, ja, sagen also natürlich das sagen alle. Die sehen das alle bei Spiegel-TV. Nein, wirklich. Oder ich kenne auch Kollegen, die da, sag mal, im Kartoffelsalat geworfen wurden. Aber natürlich wie du. Ich habe den Namen vergessen. Aber es ist so, dass... Geht's noch, oder? Ja, aber es ist so. Ich sehe die dann oft in so einem Tiger-String-Tanga, ja, auf so Kunststoffleder-Barhockern sitzen, wo man so dieses Geräusch vermutet. Und dann wird Kartoffelsalat mitgebracht und dann wird Geburtstag gefeiert. Ich finde es ein bisschen spießig. Da wird gar nichts mitgebracht. In einem guten Club ist alles für die Ausstattung gesorgt. Komplett. Das ist alles im Preis beinhaltet. Das ist alles dort mit Essen. Und außerdem soll das ja kein Picknick werden, sondern ein nettes Stell dich ein. Ja, aber das wird genau, dieses Picknick wird so schludrig gesprochen in diesen Filmen. Ja, ja, die würde ich mir ja auch nicht angucken. Das wird genau anders dargestellt. Es war immer so, als ob das kommunikativ im Vordergrund steht. Ja. Nein. Ich denke, also ich glaube, wir haben schon das Richtige in Forderung gestellt. Ja, aber ich finde es toll, wie offen du, und dass du dich auch so zu diesem Spaß bekennst. Darf ich dir was relativ Persönliches fragen? Willst du es mir erst ins Ohr flüstern? Ja, oder? Soll ich dir erst ins Ohr flüstern? Hm? Ich wollte fragen, ob du Silikoneinsätze in den Brüsten hast. Komischerweise ist das Mikro genau bei uns. Ich glaube, Sie haben es alle verstanden, oder? Wie denn? Dass ich nach Silikon in den Brüsten gefragt habe? Nein. Das war diese große Aufregung. Hast du? Also, bei mir ist es kein Silikon, bei mir ist es Sojaöl, aber Sie sind schon ein bisschen... Sojaöl? Hm? Du gute Salatsoße, ne? Wirklich wahr? Ist das wirklich was Soja? Ja, es gibt ja auch noch mehr. Du kannst es mit Kochsalz machen, du kannst es mit Sojaöl machen oder halt mit Silikon, aber das wäre Schwachsinn. Wer heutzutage noch Silikon reinmachen lässt, ist selber schuld. Zu gefährlich? Ja. Ja. Und das aber ich stehe dazu. Also die sind mir nicht irgendwie über Nacht gewachsen oder ich habe auf einmal zugenommen. Ja. Ups, komisch. War das auch noch Teil des Business oder wolltest du auch privat haben? Damals war es schon Business, sage ich ganz ehrlich. Sie mussten medientauglich gemacht werden, wie man so schön sagt. Aber wenn ich gewusst hätte, dass sie so gut werden, hätte ich es schon viel früher machen lassen. Schon. Toll. Ihr seid glücklich verheiratet seit wie vielen Jahren? Seit 6 Jahren. Aber ihr kennt euch schon länger.
Ja, wir kennen schon seit 12 Jahren. Ich habe ja gesagt, wir sind schon. Es gibt keine Probleme, keine Eifersucht, nichts. Nö, bisher noch nicht. Kinder geplant? Auch? Ja, ja, auf jeden Fall. Als Kindergarten. Ich mag Kinder total. Ja, natürlich. Die passen halt jetzt im Moment noch nicht so ganz rein in den ganzen Plan. Ja. Aber man kann ja auch noch mit 35 Mutter werden. Eben. Sag doch, wann deine Radiosendung läuft und wo. Die läuft immer freitagsabends bei Planet Radio. Das ist ein hessischer Sender. Ja. Von 23 bis 1 Uhr. Und heißt da, kann man auch da kann man auch anrufen. Da kann man auch anrufen und sich verticken lassen. Aber das brauchst du ja nicht mehr. Du hast recht. Obwohl, du kannst mich trotzdem anrufen. Wirklich? Ja. Na, ich probier's mal. Gib mir nachher die Nummer. Mach ich. Ja, sonst steht die Leitung nicht mehr still. Gina, sehr guter Auftritt. Danke. Ja, bis zum nächsten Mal. Und deine Filme habe ich sowieso. Ach, schade. Ja. Naja, gut, okay. Da kann ich dir keine Freude mehr für dich. Danke. Gina Wild, meine Damen und Herren, gleich Wolf von Ratschek.